dass ich bin. Ja. Du bist ja richtig seitlich weggedrückt worden. Schräger Typ, weißt du? Ja, das glaube ich dir gerne. Jetzt habe ich auch den Außertierer mal gesehen, dann fällt es auch gleich ein bisschen leichter mit jetzt Gas, 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 ja, und jetzt vorsichtig, einfach langsam, jetzt mach's ganz langsam. Wo die Ausfahrt ist. Ja, genau da und los geht's, yeah! Da ist er doch! Hast du es nicht bekommen? Nein! Und ich hab's auf Band! Oder was? Das gibt's doch nicht! Wie kann man da verkacken? Ich bin da, ich dachte, oh, ich dachte, das ist so eine Rampe, wo man dann. Oh nein! Ey, nee, oh nein! Er hat's schon gehabt, Alter, er war schon hier! Gib mir diese Karre, das ist so ein neuer Klassiker-Sportwagen. Ich weiß gar nicht, das sieht so ein bisschen aus wie der Infernus, aber ich habe keine Ahnung. Haben wir auf dem Alpen, glaube ich, mal gesehen, die Karre. Ja, das kann gut sein, ja. So, bist du da? Noch nicht, lädt noch. Ja. Ja, HDD, ne? Oh ja, lange nicht mehr hier gewesen, Mensch. Im normalen Spiel. 3, 2, 1. Los! Ja! Gib mir jetzt eine geile Raschhechte! Ja! Scheiße, ja, ein Kleidungsstück oder was? RP! Digga, ich krieg irgendein türkiser Manoir-Pullover, Alter, leck mich am Arsch. Bazinga, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von GTA Online. Heute sind wir wieder unterwegs mit Kassmerbrenn. Heute wunderschönen Skill-Wallride, 20-Minuten-Challenge. Mit dem Dennis, was geht? Singa, einfach mal geklaut. Ja. Ja, ich freue mich natürlich, dass es mal wieder so etwas gibt. Dennoch, Freunde, müssen wir eine traurige Nachricht verkünden. Der Ivani-Server, auf dem wir letzte Folge noch gespielt haben, ist dicht. Hat die Tore geschlossen, der Server ist offline, scheinbar für immer. Keine Ahnung warum. Sehr schade, war ein sehr, sehr geiler Server und ja, umso blöder ist es jetzt, nein, dass er zu hat. Ja, sonst hätten wir, also wir hatten eh vor, jetzt wieder Custom Maps ein bisschen zu spielen, aber dann wollten wir eigentlich später irgendwann wieder auf den Server zurückswitchen. Und ja, das geht jetzt nicht mehr, also entweder wir suchen uns irgendwann dann nochmal einen anderen, weil es hat schon mies gebockt. Es hat schon mies gebockt. Ja, naja, ansonsten. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Server, wir schauen mal. Ansonsten, Freunde, für euch geht's jetzt erstmal mit Custom Maps weiter und wir dachten uns, jetzt machen wir mal ein paar Wallrides und so weiter. Auch nochmal eine Abwechslung zu unseren Skill-Racing-Duellen. Ja, weiterhin viel Spaß beim Let's Play. Ich komme nicht an den Stand vorbei. Da merkt man, dass wir jetzt hier länger das nicht mehr gefahren ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit auf dem Server gespielt. Muss auch noch reinkommen, die Physik sind wieder anders. Immerhin haben wir jetzt deutlich über 10 Folgen auf dem Server gespielt. Ich habe 12, 13 Folgen haben wir auf dem Server gemacht. Ich komme durch die AdWords nicht durch, was ist denn los? Oh, Mann? Da ist ein Richtungswechsel und dann muss man wieder zurückfahren. Okay, also da kommt ein Micha. Aber jetzt komme ich wieder zurück. Okay, ich hab bei den AdWords verkackt, dann warte ich kurz. So, ja, ich muss sowieso dann erstmal nochmal kurz glotzen, wo es gleich hingeht. Ja, dann gucke ich kurz bei dir, damit ich dann Bescheid weiß. Okay. Einfach weiterfahren dann. Ah ja, einfach weiterfahren. Und dann geradeaus. Einfach weiterfahren und da ist ein Punkt. Also das war's. Hier ist der Punkt. Wow, na gut, der ist ja easy. Den kriegen wir hin. Wir haben 11 Punkte nur. Gucken wir mal, ob wir die 20-Minuten-Challenge hinbekommen. Jetzt die Spirale runter, würde ich mal behaupten. Außertürer. Er ist genauso, dass ich weder abbremsen noch beschleunigen konnte. Oh, ich freue mich. Wir hatten noch länger ein bisschen keine Stunt-Wallride-Map mehr. Freue ich mich. Ich freue mich auch. Ich hatte da tatsächlich mal wieder Bock drauf. Und so gedacht, ne? Das sind so die Dinge, wo man am meisten lernen kann. Die auch eigentlich am meisten gucken. Was natürlich langfristig irgendwie das Ziel wäre, ist, dass wir dann auch so Maps mit Korallen und sowas alles machen können. Ja, dass der Dennis sich das Ganze noch so ein bisschen aneignet. Ein bisschen geübt. Ja. Das
hat auch ein paar Mal geklappt, aber das ist bisschen, natürlich alles noch sehr locker. Ja, das kommt alles mit der Zeit und ich habe den nächsten Punkt schon, also... Ah, hier kommt tatsächlich ein Wallride-Wechsel. Aber so wie ich das sehe, aktuell nur einer. Ja. Den ich erstmal direkt verkerkt habe, aber dahinter ist auch wieder direkt ein Punkt, also die Map hat mit schwer reichlich wenig zu tun. Die sollten wir flott durchkriegen. Ich bei den Edwards sag, warum, Pinger, warum? Ich hack dich ab. Lenk nach unten, Junge. Wie dumm. Lenk doch! Das ist jetzt hier echt gerade noch ein bisschen No-Skill von mir. Ja. Bisschen einspielen erstmal wieder und dann sollte das passen. Okay, so. Hoppala, jetzt sollte das passen. Yes, den nächsten Punkt haben wir auch. Dann können wir gleich den Wechsel wieder zurück machen und dann bin ich gleich im Ziel, glaube ich. Also, die Map hat nicht so viel zu bieten bisher. Okay, Micha habe ich wieder geschafft. Okay, jetzt geht's eigentlich nur noch runter und dann durch den Aussortierer ich und das war's. Ich weiß. Okay, Problem da sind eigentlich die Edwards hier. Da verkacke ich Ja. Oh, ja, bin durch. Jetzt Aussortierer gönnen. Aussortieren, dann hast du's. Aussortierer gönnt, okay. Okay, dann hast du's. Nice, perfekt. Kommt nochmal drauf. Uno haben wir. Boah, Alter, geile Auffahrt. Jetzt auch offiziell. Jetzt hier wieder zurück. Ja. Ich warte jetzt hier einfach mal an diesem Punkt. Jetzt hier runter? Du musst jetzt die Spirale runter und dann musst du unten aufklatschen auf den Boden und dann mit dem Speed wieder hoch. Ei, ich hab gesehen. Viel mehr, viel mehr kommt da eigentlich auch nicht. Dann musst du nur noch hoch und dann kommt. Ich glaube, da kommen noch Wallride-Sprünge, ein, zwei und das war's. Also. Ja. Einfach gerade ein bisschen nach oben ausgerichtet und dann ist das auch wieder erledigt. Ich guck mir mal an, was hier kommt. Weil dann schaffe ich es am besten. Alter, die Auffahrt. Okay. Jetzt geht's hier hoch. Kommt hier nochmal? Nee. Okay, hab ich. Ja, so und jetzt müsste eigentlich schon der Wallride-Wechsel kommen, wa? Oder kommt jetzt noch eine andere Sache davor nochmal? Ah, da war nichts. Ich muss jetzt einmal hin. Schauen wir nochmal. Ich muss jetzt den Wallride-Wechsel einmal hinmachen, dann wieder zurück einmal und dann ist auch direkt der Punkt da. Also, dann bist du ja bei mir sogar. Ah, da sehe ich ja sogar den Wallride. Ah, da ja. Okay. Okay, genau. Einfach einmal den Wechsel, dann ist schon der Punkt dahinter und dann ist gleich wieder zurück und dann bist du bei mir. Also, bisher alles tipptopp. Dann wird's kommt unten wieder... Ja, unten so? Wird's wieder gerade. Hier wird's gerade jetzt. Ja, und das war's. Guck mal, da ist er auch schon da, Mensch. So, die Auffahrt ist sehr komisch, die habe ich nicht einmal hinbekommen. Ach, wunderbar. Die habe ich nicht einmal hinbekommen, also... Für die Lags, danke, danke Computer, danke. Bei mir ist auch gerade geleckt, aber... So, jetzt habe ich es aber. Okay, was muss man hier machen? Spirale einfach hochfahren. Ah, da musste. Hier ist ein Aussortierer, aber. Ganz oben. Das heißt, du musst Koralle mit Aussortierer. Das heißt, du fährst jetzt einfach in den Aussortierer rein, fährst rückwärts und dann drehst du dich. So, jawohl. Da haben wir die Drehung schon. Okay, ich ja, und dann kann man hier in der Mitte einfach rausfahren. Ach, und da ist auch schon der Punkt. Also, die Punkte sind sehr gut gesetzt. Man muss nicht viel machen. Und hat dann direkt den nächsten Punkt. So eine Maps finde ich ideal zum Üben. Okay, die hier ist eigentlich das Schwierigste, die Auffahrt tatsächlich. Ja, das muss ich sagen. Weil sobald man da ist in der Tube, wenn man sich vom Aussortierrad rückwärts drücken lassen, muss man einfach nur noch rumlenken, vorne Gas geben und dann hat man es ja. Ja, ich denke, das kriegt man auch hin. Das ist jetzt hier echt das... Okay, jetzt habe ich es mal geschafft. Dann hoch, ja? Genau, ganz oben ist der Aussortierer. Ja, nicht zu, warum, nicht zu steil. Ey, du bist XA21. Du darfst doch nicht überdrehen, Walla. Walla. Ah, ja. Naja, nicht zu krass hochziehen, aber. Scheiß, jetzt, ja, okay, bin in der Tube. Okay, in der Mitte ist ja irgendwo das Loch mit der, ja, okay, hast du. Und jetzt einfach nur frontal in den Aussortierer rennen. Dass ich bin. Du bist ja richtig seitlich weggedrückt worden. Schräger Typ, weißt du? Ja, das glaube ich dir gerne. Jetzt habe ich auch den Aussortierer mal gesehen, dann fällt es auch gleich ein bisschen leichter mit jetzt Gas, 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 ja, und jetzt vorsichtig, einfach langsam, jetzt mach's ganz langsam. Wo die Ausfahrt ist, ja genau da, und los geht's, yeah! Da ist er doch! It was at this moment that he knew, he fucked up. Was
hast es nicht bekommen. Nein! Und ich hab's auf Band. Oder was? Das gibt's doch nicht. Wie kann man da verkacken? Ich dachte, das ist so eine Rampe, wo man dann. Oh nein! Hey, nee. Oh nein! Er hat's schon gehabt, Alter. Er war schon hier. Er fährt einfach gegen. Oh, Junge. Wirklich jetzt. Alter, das ist auf jeden Fall wieder etwas. It was at this moment that you know he fucked up, Stelle, Alter. Oh no. Oh no. Wie man den Wagen so wie einen Stein absacken sieht. Echt toll. Ich bin echt ein Besen, Mann. Ich hatte es doch. Ja. Ist halt richtig kacke. Dass man sich zu dem Punkt nicht erschießen kann, wenn man irgendwie da schon dran war. Was kommt hier noch? Hier ist ein bisschen der Fahrer einfach. Ja. Ey, er überdreht so oft. Der ist so schlecht. Der ist so scheiße, Digga. Der ist so scheiße. Dieser X-Achter, Digga. Ich hoffe, erstmal einen Schluck Wasser gönnen. Ja. Jetzt komm, bitte. Oh, jetzt fahr ich richtig weit oben raus, ey. Meine Fresse, Digga. Ja. Sehr gut. So, die Auffahrt ist ein bisschen komisch. Du musst jetzt runter und dann musst du richtig krass nach oben ziehen, einfach. Jetzt richtig krass nach oben ziehen. Ah, danke, Xa, dass du dich wieder überdrehst. Okay, wir werden heute keine Freunde. Okay, ich bin drauf. Zuch! Jawohl. So, dann kommt ein Wallride, dann kommt noch ein Wallride mit ein paar Hindernissen hier. Ja, dann kommt Spirale runter. Da unten ist sogar der Punkt. Okay, da lasse ich mich jetzt mal nicht reindroppen. Noch ein bisschen, oh Gott, hier ein bisschen schmale Kack, aber hier ist der Punkt. Na dann. Und hier ist das Ziel. Wunderbar. 20 Minuten Challenge, Alter. Selbst für dich. Bro, ich hab in der Runde echt Probleme mit dem XA. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Naja. Das ist richtig komisch, aber der überdreht so oft, obwohl ich ja nichts anders mache als sonst. Hey, wieder, Digga, warum? Und so, jetzt oben bleiben. Ja. So, jetzt nur noch Spirale runter und dann kommt halt noch dieses ganz kleine, schmale Stück. So, jetzt ein bisschen langsamer fangen. Oh, okay, jetzt nur noch ganz langsam hier. Und dann hast du es. Jawohl, da ist er durch. Sogar auch geschafft. Da sind wir drin. Boah. Hat er doch auch geschafft. 5 Minuten Challenge geschafft, also. Ja, und da ich ein bisschen gekartet habe, Freunde, machen wir aber noch eine zweite Map. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Loser Obstacle Warride. Ich werde wieder nachgemacht. Und ihr seht's nicht. Aber ich sehe die Kamera vom lieben Dennis. Wir sehen uns beide gegenseitig, ja. Und wir, ja. Hashtag Losers, Hashtag Osiris, Hashtag Warride. Bro, don't do this. Ja, oh yeah, yeah. So, los geht's, Herr Bock, first try, up geht's. Es gibt nur noch einen Punkt, also der nächste Punkt ist das Ziel. Also es ist ein One-Pointer. Das ist ja ein Obstacle, lol. Jetzt guck ich deinen Windschatten, Alter. Nein! Alter, wenn du es jetzt schaffst, hast du gewonnen. Nein! Ja, Digga. 30 Win-Challenge, ne? 30 Minuten Challenge, die Map hat 21%. So, komm. Second first try, auf geht's. Der Fusil ist jetzt nicht ganz. Oh, oh. Ich gucken, wo man hin muss. Einfach ganz nach oben. Ja, da hab ich doch schon nicht. Nee, muss man nicht. Nee. Muss man nicht, okay. Dann geht's los. Ciao, überholt. Oh Gott. Ja. Ich mach das lieber vorsichtig hier. Oh Gott. Ja, hier die ganzen Bremsen. Ja, Alter. Digga. auf die Bremse. Genau wie bei dir. Ja, okay, gut. Alles klar. Dann wollen wir mal. Tigger, man muss alles am Stück fahren. Okay.
Ja, das ist halt das Nervige, ne? Du musst erstmal alles kennenlernen, um dann am Ende einen Durchlauf zu haben, wo du es gar kennst. Und wieder raus da! Okay, ja, diesmal nicht in die Bremsen und weiter geht's. Digga, was ist denn hier schwierig bisher? Also nach den Bremsen ist das alles mies entspannt. Oh Gott! Ja, er... Die Wölbung vom Wallride wird richtig, richtig weit. Ich habe gemerkt. Selbst mit dem Speed konnte ich mich dann nicht mehr abfangen. Okay, hier kommt eine Zwischenphase, wo du dann kurz mal stehen kannst, weil eine Tube kommt oder Cube oder was auch immer. Ah, nice, ja. Geht's wieder hoch. Ja, Digga, wie soll ich das im Leben nicht, Alter? Im Leben. Ich hab verkackt, Alter. Okay, was kommt da alles noch? Naja, das wirst du sehen, das kann ich nicht beschreiben. Das wird so. Und das mit so schmale Scheiße einfach, schaffen. Das ist halt einfach ein unschmufer Rawride, der dann so immer so Wellen hat, sag ich mal. Den musst du dann fahren und drehen. Okay, ja, ich bin durch. Lol, überdreht. Und ja, ich bin jetzt in der Tube. Genau, jetzt geht's gleich hoch. Mhm. Dann kommt dann irgendwann. Ich hasse sowas. Dann kommt so unschmutzig gebaut, so mit Speed, also... Ja! Man fliegt ja raus sofort, Alter. So, mehr Speed, komm mal. Wie viel Prozent hat die? 21. Ja! Digga, wie scheiße ist der Osiris, Digga? Ja, geschafft. Also mehr Speed war es wirklich. Mehr Speed war es. Ich glaube, ich bin im Ziel. Ich kann hier halt nochmal anhalten. Ja, bin durch. Also ich muss jetzt nur noch hier auffahren und da. Ich kann sogar auf die Plattform. Also. Ja, als ob, Digga. Als ob es wirklich nur diese Scheißstelle ist. Ja, in 4 Minuten, wunderbar. Eine 30-Minuten-Challenge. Ich fahr wieder zurück, Alter. Damit bin ich wieder fertig. Ich muss halt einmal an dieser Stelle vorbeikommen, sonst der Rest ist ja eigentlich easy. Naja gut, da hinten war ich jetzt einmal. Am Ende musst du relativ weit nach oben abspringen, sonst wird das nichts. Ich hätte es fast nicht geschafft. Danke für das Tipp, Boss. Alter, ich hätte es fast nicht geschafft. Ich dachte, da springst du mal so ein bisschen nach oben raus, Digga. Ich bin ganz knapp rausgekommen. Also du musst wirklich richtig nach oben abspringen. Eine Ewigkeit später. Richtig nach oben! Kommt da! Ja! Fahren Sie rein! Oh! Aber! Nice! Schön. Auch nur 11 Minuten! Was für 30 Minuten Challenge, Alter! Freunde, ich würde sagen, heute Wallride Special, dritter Wallride direkt hinten dran, auf geht's! Zum Abschluss noch eine Map: Loser Pro Wallride! Weiter mit dem Osiris, die hat wieder irgendwann mit 30%. In der Beschreibung steht: Only for Pros, na, werden wir mal sehen. Wie wir uns hier durchschlagen. Die anderen beiden waren ja bisher noch nicht so schwierig. Die Map hier ist aber ziemlich lang tatsächlich auch. Mit über 7 Kilometern. Also, jo. Ja, und der kommt auch noch besser weg, oder was? Ja, ciao. Was? Er explodiert einfach. Wow. Digga, schau! Ja, oh, Alter, Digga, er explodiert. Ist hier schon der erste Punkt? Ey, Kamera! Okay, ich glaube, hier ist schon der erste Punkt. Jawohl, hier ist der erste Punkt. Ja! Der war jetzt ja noch nicht schwer. Ja. Lol. So, ich fahre einfach schon mal weiter, Fred. Ja, ich bin ja da. So, wir haben 10 Punkte, na gut. Es wurde keine Zeit vorgegeben, also einfach mal Gas geben, fertig. Okay, den nächsten haben wir auch, der ist jetzt auch noch nicht so schwer. Aber jetzt geht's los mit spiralen Looping. Okay, ja. Na, es ist doch sehr viel Gefahr auf dieser Map hier. Die 7 Kilometer kommen ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, es ist am Ende auch wieder nur ein Wallride oder so. Sowas heißt Bruder. Dann Wallride Pro, Alter. Oh, Bruder! Scheiße, nicht verkackt. Hey, wie lahm bist du denn? Alter, ja, ich bin da vorsichtig durchgefahren. Bin da Fullspeed durch, Alter. Oh, da sind Speeds, alles klar. Oh, man verliert mächtig an Schwung.
Oh Gott. Ja, moin. Ja, ist klar, wunderbar. Und ich bin direkt hinterher, Alter. Okay. Ja, er spawnt jetzt, ciao. Vor mir, Digga, mach das. Los, geben Sie mir den Schatten. Ja, aber wie soll denn das gehen, Alter? Also die Auffahrt ist gar nicht so easy. Digga, scheiß auf die Speeds, Alter, wirklich. Ohne Scheiß, ich nehme jetzt nur den ersten Speed. So, yo. Ja, jetzt klappt's, Slasher. Das ist zu wenig, ja, Alter. Ja, da muss man einfach nur den letzten Speed ein bisschen nach oben springen, ja. Spitzer nehmen. Also alle Speeds braucht man auf gar keinen Fall. Ich komm nicht ran. Oh, bin dran. Jo, Alter, wo geht der hin? Aber du musst halt nur da rankommen erstmal. Hä? Es ist halt auch echt nicht so viel, ne? Digga, wenn es das da schon war, dann muss ich noch eine Map machen, weil... Okay, bin da auch dran endlich. Ja. Oh Gott, man droppt ziemlich am Ende. Aber da sind ein bisschen mehr Speeds da. Ja, klar! Okay, gut, dass du es sagst, dann fahre ich lieber ein Stück weit oben. Das ist ein bisschen gecheatet, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich nehme das jetzt einfach so. Ich habe den Franklin gemacht. Ich wäre sonst drüber geflogen. Ja, morgen. LOL! LOL! Was? Ich bin weit dran! Nein, kommst du auf die Plattform? Nein! Ja, du musst... Nein, schade. Hey, wie bist du denn an den Wallride rangekommen? Gesprungen. An den Wallride bin ich rangesprungen. An den grauen da. Also krass. Jawohl. Aber okay, also man muss dann am Ende abbremsen. Gut zu wissen. Ja, ich habe halt in der Luft noch den Franklin gemacht und bin deswegen konnte ich dann auf die Plattform droppen, aber... Who let the dogs out? Okay, die Auffahrt passt soweit. Hier kommt auch nicht mehr so wie hier. Aber das war ja geil, dass du da einfach auf den Warhead gelandet bist. Okay, man kann sich auf der Straße fangen. Ah. Du musst da nur rankommen. Ja, lol. Ja gut, der nächste Punkt ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja, ich glaube, das sind wir doch demnächst hier. Cheaten! Mit seinem Cheaten kommt er jetzt... Ja, Digga, labert er mich hier zu, hier, Alter. Ja, Digga, was labert er mich hier zu, Digga? Hast du es jetzt, oder? Oh oh, ich droppe runter. Bin runtergedroppt. Schaff ich's noch? Krieg ich den Punkt jetzt? Okay, ja, ich krieg den Punkt. Hab den Punkt. Digga, labert mich hier voll, Alter, und macht selber nur so, lala. Oh, Spirale hoch und das war's. Dafür mache ich den jetzt First Try hier. Ja, pff. Ist jetzt auch nichts Schwieriges. Ist am Ende ein bisschen weit springen auf diese Plattform, aber dann bist du ja auch da. Also. Ein bisschen weit springen, ja. Naja. Wow, dann sag doch weit nicht hoch. Hat er ja. Hab ich doch. Ja, ist hoch. Schon Kong 7. Dann gehen wir in die Tube und ja. Bin hinter ihnen. Oh, mein Fuß, ey. So. Ja. Motherfucker! Oh Gott, ich schaff's. Oh nein. Oh yes. Geil. Kack deiner Tube. Komm, Fullspeed brauchst du. Nein, laber mich nicht zu. Ich komm nicht hoch. Ich brauche nicht den Alter, weil ich wirklich mich einmal da gedreht habe. Ich hatte mich auch ein bisschen gedreht, aber es war ein bisschen früher. Deswegen konnte ich noch ein bisschen genug Speed aufbauen. Okay, jetzt habe ich den Schwung. Jetzt kriege ich den Schwung mit. Jo. Punktlandung. Und Körper. Bam, Junge. Okay, ja, da hinten ist scheinbar das Ziel. Also, ja, naja. 7 Minuten hast du dann schon wieder. Naja. Ah ja, okay, die Map war jetzt nicht sehr spektakulär. Das war aber auch sie war nichts. Zum Abschluss der Folge nochmal sehr gut. Ja, dann machen wir auch Schluss, Freunde. Die Folgen waren in letzter Zeit immer ziemlich, ziemlich lang, also. Tiga, was hat er da für eine riesen Plattform gebaut? Beyblade! Komm, Beyblade. Scheiße, wenn ich auf den Kopf aufkomme. Oh Gott! Alter, wie sieht es von innen aus? Ja, perfekt. Oh Gott. Oh Gott, so, ja.
Nein! Ich lande im Ziel! Nein! Ich lande nicht im Ziel! Man kommt gar nicht ans Ziel ran, oder? Jawoll! Ich bin gar nicht. Ah, doch, okay, man kommt rein. Alles klar. Ich hatte schon Bedenken, man muss auf der Plattform landen. Oh, ja gut, Freunde. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen was weggeschnitten. Das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge würde ich mal sagen, geht's weiter mit Warriors und dann machen wir mal ein paar X21-Parcours. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bin ja auch.